erfolgreiches Umweltmanagement wurde der Salzburger Flughafen mit dem österreichischen EMAS-Preis 2012 ausgezeichnet. Dieser Preis wird jährlich von einer unabhängigen Fachjury unter Berücksichtigung europäischer Richtlinien vergeben. Bei der Eröffnung des Schulzentrums Saalfelden betonte die Salzburger Regierungsspitze die Wichtigkeit von Investitionen in die Bildung. Diese komplexe pädagogische Einrichtung mit Mehrzwecksaal, bei der auch Energieeffizienz an erster Stelle steht, sichert einmal mehr Saalfelden seinen Ruf als moderne Schulstadt. In Österreich gibt es jährlich rund 800 minderjährige Flüchtlinge, die völlig auf sich allein gestellt ihre Heimat verlassen. In Salzburg wird ein Teil dieser zum Teil traumatisierten Kinder und Jugendlichen im nun neu sanierten SOS Clearinghaus professionell betreut. Die Schülerinnen der hauswirtschaftlichen Fachschule Bruck haben ein Wildkräuter-Kochbuch gestaltet. Unter dem Titel Wilde Genüsse wurden raffinierte moderne Rezepte zusammengestellt, deren Zutaten sich vor der Haustür befinden und somit das Thema gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit besonders unterstreichen. Die Absicherung der regionalen Grundversorgung in Salzburg war für die ehemalige Landesrätin Erika Scharrer ein wichtiges Ziel, das sie als verlässliche Partnerin mit Sachverstand und Herzensbildung in vielen Projekten erreichte. Für diese Tätigkeit wurde sie nun mit der Hohen Auszeichnung der Republik Österreich geehrt. Musik.